So Leute, willkommen zurück zu Mega Man. Wir haben den Tiger noch und der ist heute dran. Heute ist Tiger Time. Ich habe mal wieder auf 30 FPS runtergestellt. Ich glaube jetzt, aber flüssiger werde ich es wahrscheinlich jetzt nicht kriegen. Oh, die Musik ist ja ganz anders, wenn die nicht stoppt. Das war dumm. Okay, hier oben ist nichts. Muss man ja überprüfen, ne? Oh, fuck. Geh weg. Du auch noch. Na, immerhin gibt er uns ein klein bisschen Leben. Und hier drüben gibt es ja wieder ein bisschen was. Bin mal gespannt, ob der Tiger unser Mittel der Wahl ist. Ich glaube, der Fisch hatte gemeint, der Tiger geht sogar. Den könne man machen. Ah, also leicht, ganz leicht Flex habe ich noch. Aber ja, das sind wahrscheinlich die letzten Reste. Mein PC wird halt alt. Ja. Nein. Will da dran. So, wie war das auf der Tiger-Stage? Ach, hier hatten wir den komischen Mini-Boss, ne? Ja, es war er hier, den ich nicht leiden konnte. Oh. Hab das Gefühl... Ja, stimmt, ich musste seinen Kopf treffen. Ich nicht erwische. Dann kann ich mit den Klingen die Bomben entschärfen. Okay, meine große Aufladung für unsere Waffe, das ist schon mal gut. Ich hoffe, ich muss den Miniboss nicht nochmal machen. Das hatten wir ja schon mal, dass wenn man gestorben ist, man einfach den kompletten Miniboss nochmal machen muss. Ist auch wieder so ein... Überall stehen die Dinger und ich habe keine Ahnung, wofür die gut sind. Ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte Angst. Oh Gott, sicher, das Gefühl, ich sollte hier mal einen Subtank nehmen, weil ich habe keinen Bock, den Miniboss nochmal zu machen. Also. Falls das nämlich das Ding ist bei ihm, dass man ihn dann nochmal machen muss, habe ich absolut keinen Bock drauf. Also so gar nicht. Das
Soll ich drüber springen? Klappt auch nicht. Können die Dinger eigentlich HP-Drops machen? Oder nicht? Oh, da wäre ich fast in die Stacheln gefallen. Moment, hat er da unten Todesstacheln gebaut? Was sind denn das für Kackviecher? Bauen hier einfach Instant-Death-Stacheln. Ich glaube, es geht los. So, ich glaube, wir waren noch nie beim Boss. Hätte die Tanks voll machen sollen. Oh, da ist er. Gut, haben wir das geklärt. Aber ihm kann ich mir vorstellen, dass das seine Waffe ist. Er macht aber gar nicht so viel Schaden. Das ist gut. Und er wird davon runtergeworfen. Also zurückgeworfen. Also ich habe echt das Gefühl... Also ich weiß nicht, ob es wirklich 100% seine Waffe ist. Aber sie scheint bei ihm auf jeden Fall zu funktionieren. Den kann man den da wunderbar mit staggern. Easy. Das war gut. Das war sehr gut. Was kriegen wir da jetzt? You get Grace Pleasure. Cutscene oder was? Er ist der Maverick Hunter, den ich letztes Mal nicht fangen konnte. Ich hatte keine Ahnung, dass er so mächtig ist. Bits und Bytes. Achso, Bit und Byte, das sind zwei. Wir ringen diesen Maverick Hunter zu mir, wenn möglich am Leben. Zustimmend, Dr. Doppler. Das hängt so aus wie positiv. Machen Sie. Am Leben, Dr. Doppler. Du bist so nett. Pass auf deinen Mund auf, oder ich pack dich dahin zurück, wo ich dich gefunden habe. Selbst mit deinen Erweiterungen bist du... Immer noch bist du keine Gefahr für mich. Danke für die Upgrades, Doktor, aber ich habe noch etwas. Ich muss noch etwas zu Ende bringen. Und ich werde es auf meinen Weg machen. Auf meine Art. Schön. Mach sicher, dass du es schaffst. Ich kann aber noch nicht glauben, dass dieser Maverick Hunter meinen Meister in der Vergangenheit zweimal besiegt haben.
Wer ist der mysteriöse Maverick? Weiß keiner. Aber wir haben noch jemanden besiegt, Leute. Wir haben ihn besiegt. Deshalb geht natürlich die Suche los. Wem gehört seine Waffe? Ich würde sagen, den Splash können wir am ehesten bei der Hornet gebrauchen. Weil ich denke mir, dass wenn diese kleinen Hornissen also geschmissen werden, dann ist einfach mein Gedanke, dass man mit diesem Splash-Shot einfach eine ganze Menge Schaden anrichtet und wahrscheinlich die kleinen Hornissen alle erwischt. Aber wahrscheinlich ist es wieder der letzte, den man sucht. In unserem Fall war es ja jetzt der vorletzte, den wir gesucht haben. Große Aufladung mag ich. Fuck. War immer wieder voll aufgeladen, weil das ist alles Zeug für einen Tank. Das sind alles Subtank-Aufladungen. Ach stimmt, hier kommt ja wieder das Polygon-Viech. Aber das ging. Das war machbar. Ah ja, da habe ich den Sprung verkackt. Bisschen Schaden genommen, aber es ging noch. Jetzt haben wir zwei Waffen. Ich fühle mich jetzt viel besser. Jetzt, wo wir zwei Waffen haben, geht's mir gleich viel, viel besser. So, damit kriege ich das nicht kaputt. Damit auch nicht. Alles klar. Ja, muss man ja testen. Stimmt, jetzt geht der Käse wieder los. Probier das mal. Ich lasse die Kiste mal erstmal absetzen, bevor ich sie kaputt mache. Nee. Ich wollte ja testen, ob das mit der Zeit eventuell zusammenhängt, ob wenn ich die früh kaputt mache oder spät. Aber es scheint reiner Zufall zu sein. Obwohl, ich lasse hier mal außerhalb des Bildschirms fliegen. So. Nee. Völlig egal. Ja. Was bringen die überhaupt so viele leere Kisten mit? War jetzt schon Green Horn? Ne, jetzt kommt der Reaktor, den ich auf die Seite legen muss, ne? Willkommen, X. Ich bin Bit. Ich habe meine Befehle. Du musst zerstört werden. Oh, fuck. Okay, ich glaube, ich weiß, wofür die leeren Räume waren.
Immerhin kriege ich hier meine Vollaufladung. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja gedacht, hier kommt ein Gegner, wenn ich das übrig lasse zum Beispiel. Aber das macht es mir natürlich nicht einfacher, dass Bit jetzt hier rumläuft. Aber gut, dann probiere ich mal unsere neue Waffe aus. Nee, die bringt weniger als die hier. Ja, bringt genauso wenig. Oh Mann. Ich komme mit ihm absolut nicht klar. Kriegt Bit nicht kaputt. Fisch! Hilfe! Gut, Leute. Ich würde sagen, hier lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mir überlegt habe, was ich mit Bit mache. Also, bis dann. Euer Wolf.